einer Bank soll ein junger Mann wild auf einen Bankomaten eingeschlagen haben. Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Schäden, die durch Vandalismus in Graz verursacht werden, sollen jährlich mehr als 300.000 Euro betragen. Ich bin in der Bank, wurde Geld beheben. Da ist einer beim Automat gestanden und hat sich also auf den Automat eingeschlagen, weil eben die Karte, wo was da eingezogen ist, waren, wahrscheinlich. Ne? Und natürlich hat er sehr aggressiv reagiert nachher drauf. Ne? Und hat ein paar Mal aufgeschlagen. Und ein älteres Ehepaar war jetzt auch gleich rausgegangen nachher. Ne? Und ich habe mir gedacht, das kannst du auch nicht lassen, und habe die Polizei verständigt. Man weiß ja nicht in weiterer Folge, was eben nachher noch Geschichten noch drin. Weil war noch ein Zeitl drin und ist nachher raus im BKW eingestiegen und die hat er eben nachher blutartig verlassen. Nachher. Der Zeuge, der angerufen hat, wegen dem Herrn, der da drinnen randaliert hat, hat sich als Kennzeichen gemerkt, mit dem der Herr weggefahren ist. Und hat angegeben, dass er vermutet, dass er vielleicht alkoholisiert sein könnte. Jetzt haben wir mit dem Kennzeichen eine Zulassungsanfrage gemacht. Jetzt wissen wir die Zulassungsadresse und jetzt werden wir dort hinschauen, ob der heimgefahren ist. Wenn wir mit dem Herrn kurz rein. Und schauen natürlich, ob er im alkoholisierten Zustand Auto gefahren ist. Ist mit drinnen was kaputt? Auf den ersten Blick ist nichts beschädigt. Natürlich die Funktion kann ich jetzt nicht überprüfen. Aber wir werden dann beim nächsten Dienst unter der Woche mit der Bank Rücksprache halten. Wir sollen sich das anschauen und dann kriegen wir Bestätigung, ob was kaputt ist oder nicht. Schwere Sachbeschädigung wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft. Die Polizisten vermuten, dass bei dem verärgerten Bankkunden Alkohol im Spiel war und dieser trotz Alkoholisierung sein Auto benutzt hat. Guten Tag. Ich suche den Lenker von dem Peugeot. Ist er da? Was ist passiert? Er war vorher bei der Bank. Ja. In der Strausgänger Straße. Ja. Und dort hat es offensichtlich die Bankomatkarten einzogen. Er ist jetzt kurz mit meinem Auto weggefahren, ein Eis holen. Ein Eis holen? Ja, dann warten wir kurz. Wir müssen nur kurz rein mit ihm. Was wird denn ihm vorgeworfen? Ja, in erster Linie wird mal vorgeworfen, dass er auf dem Geldautomaten eingeschlagen hat. Ne? Eingeschlagen? Ja. Na super. Warum tut er das? Es ist zwar jetzt offensichtlich nichts beschädigt, aber wenn am Montag der bei der Bank sagen, wir meinten, weil der funktioniert nicht richtig, dann müssen wir jetzt mal fragen, was los ist. Ne? Ist schon klar, ja. Scheiße, ja. Was sagt der Vater, ist er betrunken? Auf das haben wir noch nicht angeredet. Aus taktischen Gründen klären wir jetzt den Vorfall mit der Bank, mit dem Bankomaten ab. Ne? Grüß Gott. Tag. Gott. Herr ja. Bitte. Sag mal, zuerst einen Ausweis für mich, als erstes. Ja. War das Bankomat vorher? Ich sag nichts dazu. Haben Sie halt alkoholische Getränke konsumiert? Nein. Ich fahre, dass ich zum Alkoholfahrtest darf, gell? Ja, gut. Kommen Sie mit, wir machen den Alkoholfahrtest. Wenn Sie nur eins getrunken haben, dann geht sich das eh locker aus, gell? Ja, er hat einen Auszug gehabt, das hat er zugegeben. Er hat aber selber gesehen, dass nichts kaputt worden ist. Und das denke ich mir auch, dass da nichts hin ist. Ja, er ist mit der Bank nicht zufrieden, weil immer das Gleiche ist dort. Er hat einen Kredit laufen dort und deswegen wechselt er halt die Bank nicht. Und ja, dass er auszuckt ist und eintreten hat, das gibt er zu. Weiter. Viel Geld noch, viel Geld noch. Stopp. Jetzt sieht man hier nicht aus. Was heißt das für den jungen Mann? Gar nichts, weil ich keine Probezeit mehr habe. Das ist nicht richtig. Weil das Ergebnis, was da aufscheint, müssen Sie mal 2 rechnen, dass Sie eine Promille haben. War das gar nicht der Doppelte? Bitte? Nein. Und das ist nur der Vortest. In Graz leben über 286.000 Menschen. Einer dieser Bewohner scheint seit mehreren Stunden abgängig zu sein und ist zur Fahndung ausgeschrieben. Wir haben eine besorgte Dame, die heute ein Date ausgemacht hat mit einem Bekannten von ihrer. Und der ist nicht erschienen und den kennt sie schon seit 23 Jahren. Und der ist praktisch immer der Pünktlichste und sie macht sich berechtigte Sorgen. Und wir schauen jetzt einmal zu seiner Wohnadresse, ob er zu Hause ist, ob er öffnet oder ob nicht gar wirklich was in der Wohnung passiert ist. Das müssen wir jetzt abklären. Parallel dazu haben wir natürlich unsere Dienststelle verständigt. Die rufen jetzt gleichzeitig alle Krankenhäuser an und schauen, ob er irgendwo vielleicht stationär aufgenommen ist und einen Unfall gehabt hat oder sowas. Aber das müssen wir jetzt abklären. Revierinspektor Philipp und seine Kollegin sind am Weg zur Wohnung des 70-jährigen Pensionisten. Währenddessen überprüft die Zentrale, ob sich die vermisste Person in einem Krankenhaus befindet. Die Suche verläuft negativ.
Der Pensionist ist nirgendwo aufzufinden. Die Anfrage hat ergeben, dass es negativ ist. Das heißt, er liegt zurzeit in keinem Krankenhaus. Das Handy ist ausgeschaltet, er ist nicht erreichbar. Es gilt als allgemein pünktliche Person. Er ist über 70 Jahre alt. Das heißt, wir befürchten, dass er sich jetzt in der Wohnung befinden könnte. Und deswegen werden wir jetzt einsatzmäßig Rettung, Feuerwehr verständigen, dass wir die Tür aufbrechen und eventuell Hilfe leisten können. Schöckl für Eckenberg 1 kommen. Ja, bitte einmal FW und einmal ÖRK einsatzmäßig an die Örtlichkeit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Feuerwehr kommt die vermisste Person von einem Einkauf zurück. Hat sich alles erledigt. Dankeschön. Ihr Freundin hat sich Sorgen gemacht um Ihnen. Schöckl für Eckenberg 1 kommen. Aber Sie sind der Herr. Sagen Sie mir Ihr Geburtsdatum noch, dann bin ich mir ganz sicher. Ja, und Sie ist soeben der Herr. Entgegengekommen, der war Ihr Handy ist nämlich Einkauf. Aus und Sie hätten heute ein Date alles mit Ihrer Ordnung. Frau. Gott behüte. Wir haben uns Sorgen gemacht halt um Sie, beziehungsweise Ihre Lebensgefährtin, Freundin. Dankeschön. Also Sie befinden sich in bester Gesundheit somit. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Und vielleicht rufen Sie eine Freundin an. Passt. Wiedersehen. Wer war das jetzt? Das war die gesuchte Person. Also der dürfte einkaufen gewesen sein. Sein Handy-Akku war leer. Und nachdem er jetzt wohlbehalten da auftaucht ist, ist somit für uns der Einsatz beendet. In dem Sinne ist ja jetzt für alle Beteiligten das Beste rausgekommen. Derjenige, der sich Sorgen gemacht hat, der wird jetzt von uns beruhigt und auch natürlich verständigt. Dann der Person selbst ist nichts passiert und das Beste ist, es ist kein materieller Schaden. Das ist jetzt nicht das Beste, aber für uns natürlich von der Verwaltung her eine leichtere Geschichte, weil nichts passiert ist und nichts aufgebrochen ist worden und damit auch kein Schaden für niemanden entstanden ist. Das heißt, eine Minute später, wenn er kommen wäre, wäre die Tür aufgebrochen worden? Ganz bestimmt sogar, ja. Ich glaube, er ist sich seines Glückes jetzt gar nicht bewusst, dass er eine vollständige Tür besitzt. Ein Wutausbruch beim Bankomaten hat für den jungen Herrn unangenehme Begleiterscheinungen. Da Alkovortestgeräte nicht eichfähig sind, wird der Test mit einem geeichten Alkomaten in der Polizeiinspektion wiederholt. Ab einem Alkoholgehalt von 0,5 Promille sind zwischen 300 und 3.700 Euro Verwaltungsstrafe fällig. Inspektor, was kommt auf den Herrn zu, wenn das jetzt positiv ist? Kommt drauf an, wenn er zwischen 0,5 und 0,8 Promille ist, dann eine Anzeige und eine Geldstrafe. Und ab 0,8 Promille ist ein Führerscheinentzug. Und je weiter der Wert im Raum ist, dann Nachschulung und Psychotest in dem Fall. Nummer 64. Das heißt jetzt für den Herrn? Ja, Führerschein behaltet er, aber Anzeige halt 14, Paragraph 14.8 FSG, Führerscheingesetz. Wann haben Sie das erste Bier getrunken? Zwischen 13.30 und 15.40 Uhr waren Sie beim Bankomat. Ja, die wird kurz vorbeißen sollen. Das waren 5 kleine, 3 große. Den Führerschein und einfach bei Papieren. Sonst fertig. Die restlichen Sachen werden zugeschickt. Eine Anzeige geht an die Behörde und von dort bringst du dann einen Brief mit einer Strafverfügung drinnen. Okay. Schönen Tag. Ja, ebenfalls. Danke. Wiederschön. Wiederschön. Die steirische Hauptstadt Graz unterteilt sich in 17 Stadtbezirke. Im vierten Grazer Stadtbezirk Lent hat eine Gruppe junger Mädchen die Polizei gerufen, weil sie sich von einem Mann im Park belästigt fühlt. Haben Sie angerufen bei uns? Ja. Bitte, was geht's? Und zwar dieser Mann da drüben belästigt mich. Er verfolgt mich schon seit 2 Tagen. Und immer, wenn er mich sieht, holt er sein, also er hat einen Plan gehabt, dass er seinen Bruder in den Rollstuhl holt. Und er spricht und nur Rumänisch und Englisch und sie kommt aus Rumänien und deswegen hat sie ihn verstanden. Wen verfolgt er jetzt? Sie oder mich. Sie? Und Sie kennen den nicht? Nein, ich kenne ihn nicht. Okay. Was sagt er? Er hat uns vorher da drüben erzählt, er will sie finden und wie er sie gewinnen will. Wer ist das? Was hat er denn an? Er hat so eine Kappe an.
Der mit dem orangen Leiberl oder was? Ja, orangen Leiberl, ja. Okay. Ich schreibe mal mit ihm. Bleiben Sie bitte da. Okay. Wartet mal da, wir kommen dann, okay? Scott? Sie kommen bitte mit uns kurz. Hallo? Verstehen Sie mich? Verstehen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Yes. Yes. Also Deutsch oder Englisch? Ja. Kommen Sie mal mit. Haben Sie einen Ausweis eingesteckt? Ja. Passwort? Yes, I have here. Bitte. Was sagt man? Was soll? Das ist noch zum Abklären. Also Englisch oder Deutsch? Was wollen wir jetzt? Deutsch. Englisch oder Rumänisch? Die Frau da unten hat gesagt, sie belästigt diese Frau da unten. Verstehen Sie mich? Yes, Einstein. Ja. Sie verfolgen diese Frau seit 2 Wochen. 2 Wochen von what's the motive? Er verfolgt mich die ganze Zeit, schon seit 2 Tagen. Okay. Und was hat er gesagt? Er hat irgendwas auf Rumänisch gesagt zu meiner Freundin. Vergewaltigen will und er will sich halt ficken mit seinem Freund, der im Rollstuhl. Woher wisst ihr das, wenn er das auf Rumänisch sagt? Sie ja, ich verstehe es. Ah, okay, jetzt verstehe. Und wieso seid ihr dann da hier im Park? Ja, wir sind dort gesessen, also wir haben uns getroffen. Und er verfolgt die ganze Zeit. Also zum Beispiel, wir sind zum Spar gegangen, gestern war das, und auf einmal steht er da. Er kommt zu mir hin und redet irgendwas, ich habe nicht verstanden. Und du hast es gut verstehen können, was der sagt? Was sagt er? Also meiner Meinung nach, er ist ein Pädo. Pädophiler? Ja. Okay. Also wir sind gesessen und auf einmal ist er gekommen und hat gesagt, ja, er will sie ficken mit seinem Freund. Ja. Und wie er sie ficken will, hat er gesagt. Und keine Ahnung. Frau Revierspektor, was gibt er an? Noch nicht viel. Er ist nur hier, trinkt Bier und raucht Zigarette mit seinen Freunden. Komm mal her. Bier oder ja. Die sie weniger trinken und nicht mit den Mädchen sprechen, okay? Passt, danke. Passt. Tschüss. Wiederschauen. Wiederschauen. So, nichts Wiederschauen. Der war der Sprung mit uns. Ja, ach so. Ja. Eine Aufenthaltsermittlung. Ihre Sachen? Ja, voll für Sie. Die ist noch meine. Nix? Nein. Gut, warum muss er mitfahren? Gegen den Herrn besteht eine Aufenthaltsermittlung fürs Gericht. Das heißt, das Gericht sucht ihn, will ihn verurteilen und kann ihn nicht antreffen. Und jetzt berichten wir dem Gericht, was wir gesehen haben und schauen wir, wo er auffällig ist. Vielleicht finden wir das raus, damit das Gericht einem einen Brief zustellen kann. Anfang 2016 wurde das Sexualstrafrecht nachgeschärft. Für das unerlaubte Berühren von Körperstellen, die der Geschlechtssphäre zugeordnet werden können, drohen bis zu 6 Monate Haft. Sexuelle Belästigung wurde keine nachgewiesen. Jedoch sucht das Gericht den Rumänen. You have meldet, Herr. Ja, show me once more, please. Ja, ist aufrecht gemeldet. Seit Juni, 16. Juni. Das heißt, Sie müssen fürs Gericht jetzt die Schlafadresse oder die Wohnadresse herausfinden? Ja, das ist jetzt nicht ganz schwer, weil er einen Meldezettel hat. Das ist zwar im Melderegister nicht vermerkt, aber das ist eine Caritas-Einrichtung. Da Vinzi-Einrichtung ist das, weiß ich nicht jetzt genau. Da kann schon mal passieren, dass das vielleicht untergeht und dass das nicht irgendwie nicht weiterkommt. Aber er ist, aber wie gesagt, er ist gemeldet. Zettel gemeldet. Er ist seit 16.06. gemeldet, ja. Das wird jetzt das Gericht von uns erfahren und ja, dann kann man ihm einen Brief zustellen. Keine Ahnung, was das Gericht jetzt braucht von jemandem, weil er sollte, ist er zur Verhandlung nicht erschienen oder sonst da sollte ihm einfach nur ein Schriftstück zugestellt werden, ein Urteil aus irgendwas. Ne? Was das ist, das weiß ich nicht, das erfahren wir auch nicht. In einem Hochhaus, in dem sich Bundeswehrwohnungen befinden, hat eine Anrainerin einen Wohnungseinbruch in der Nachbarswohnung entdeckt. Der Hausmeister hat die Polizei alarmiert und bereits erste Schäden begutachtet. Wir sind, also die Frau Uthofer, das ist von der, die Dame, was da hinten wohnt, die hat das so vorgefunden, ein Prospekt war unten einer und sie hat das dann genommen und hat abgezogen und hat dann gesehen, okay, was da aufgebrochen ist. Grüß Gott, ich wollte nur ganz kurz fragen, der Hausmeister hat mir gesagt, dass Sie das bemerkt haben. Ja, ich bin heute in der Früh zum Arzt gefahren, war um 9 Uhr herum. 9 Uhr, ja. Und fahre aber mit dem Lift runter und also schaue ich immer so. Ja. Aber da war überhaupt nichts zum Sehen. Nein. Nur Post herauskriegen, oder? Bitte? Nur Post, Wurfpost herauskriegen. Ja. Auf den Boden. Ja. Und dann komme ich heim.
Was weiß ich, um zwei Haare rum. Und steigt vom Lift raus und sieht, dass dort so ein Zettel drauf ist. Ja. Dann denke ich mir, witzig, wieso ist denn das? Am Boden liegt das, mhm, und das ist genau dort. Und schaut so dahinter und sieht, dass das Schloss beschädigt, okay, ist. Ne? Ja. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn man weiß, dass ja, da ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich nicht sicher. Und mein Mann hat schon gesagt, wir müssen schauen, dass wir Sicherheitsschloss oder irgendwas, weil das. Mein Mann hat ab und zu Nachtdienst und meine Katzen sind mir eigentlich keine Hilfe. Da hat man dann schon ein ungutes Gefühl, gell, nein, wenn das so knapp ist. Man hat wirklich ein ungutes Gefühl. Es passiert so viel. Ich traue mir in den Finstern sowieso nicht mehr durch die Gegend gehen oder sonst was. Es ist nicht mehr lustig, muss ich sagen. Was glauben Sie, woran liegt das? Man braucht sich nur umschauen, umhören, dann weiß man es. Ich will nichts dazu sagen, muss ich ehrlich sagen. Mein Mann hat ja schon gesagt, wir werden unsere Waffen anschaffen. Ehrlich gesagt. Muss halt üben gehen. Das Schießen üben. Haben Sie einen Schlüssel für die Wohnung oder haben Sie schon probiert? Ist offen. Ist offen, okay. Es ist keiner drin. Also okay. Sie waren schon drinnen? Ja, sicher. Ja, gut. Es ist leer, also da kann auch nichts sein. Das, was gestohlen worden ist, aufgenommen ist, ob irgendwas beschädigt worden ist, kann ich leider nicht sagen. Aber wollen wir nichts auffallen auf die Schiene? Ja. Das ist aber eine große Wohnung, ne? Ja, 100 Euro Quadratmeter, aber der. Was kostet sowas? Puh, keine Ahnung. Ein aktiver, also es ist eine Bundesheerwohnung, ein aktiver, hätte ich gesagt, zahlt irgendwas bei den 850 Euro oder so. Für 105 Quadratmeter? Ja. Ist nicht schlecht, okay, ne? Ja, das sind für aktive halt. Und als externer, keine Ahnung, vielleicht Tausender. Ja, wenn man da reinschaut, auf der Hinterseite sieht man also von dort, dass da, schätze mal, die für mit Gewalt gearbeitet worden ist. Kommt das öfter vor hier im Haus, dass einbrochen wird? Oder? Nein, ich bin seit 96 da, Gott sei Dank noch nicht, aber ich habe gehört, dass vor meiner Zeit da das einmal einbrochen worden ist. Ich habe alle beide Häuser durchgeschaut, es ist sonst nirgendwo was aufgefallen. Okay. Nein, so ist es. Ja. Ich habe geschaut, weil wir haben gerade einen Elektroumbau im Haus, mhm, im Gange, und da war die Bunker, war gerade. Na, wie heißt denn Kupferleitungen? Okay. Und alles da. Das ist scheinbar alles da, aber es ist nichts einbauen. Gut, nachdem Sie das eh alles schon angegriffen haben, machen wir das wieder zu, die Tür. Und wie gesagt, der Spurensicherer wird sich dann bei Ihnen melden. Wenn er da ist, wird kurz anleiten. Okay, ja. Passt, perfekt. Passt.